Schönen guten Tag. Eine kleine Info vorweg, falls ihr euch gewundert habt, warum heute am Montag keine Folge gekommen ist. Es ist leider so, dass ich ja am Wochenende, wie gesagt, weg war. Und es leider, ich mich bei den Aufnahmen verschätzt habe. Und leider nicht dran gedacht habe, noch ein paar Aufnahmen zu machen. Hi, ich habe euch nicht vergessen. Ja, und da. Du kleiner Penner. Dich von anschleichen, es geht immer gar nicht. So. Ja, schluck das. Also, wie gesagt, jetzt werden hoffentlich wieder regelmäßig Parts kommen. Ich habe mich etwas verschätzt. Ich wollte, hatte eigentlich nur bis Sonntag eingeplant. Aber es wurde dann aus Sonntag ganz schnell Montag, weil ich wohne, wie gesagt, auf dem Land und das ist halt ein bisschen schwieriger, eine passende Busverbindung zu finden. Und jetzt, ja. Was halt dann so, dass ich dann leider heute keinen Part hatte. Warte mal, ich glaube im letzten Part hat mir das mit dem mit den Lochkarten, kann es sein? Ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher, wie gesagt, weil jetzt da auch schon ein paar Tage dazwischen sind. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt noch mal alles neu machen muss. Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre ich hier schon mal gewesen. Okay. Ich war hier sicher schon mal. Jetzt ist halt die Frage, wann war ich hier? In der letzten Folge, in der vorletzten Folge, wenn ihr es wisst. Uah. Achso, doch, ich kann ja springen. Das wollte ich gerade sagen, ich kann nicht springen, während ich die Fähigkeit habe. Okay, wo war das jetzt hier? Da ist die Leiter, gut. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir ja wahnsinnig gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich halt schon. Wow, okay, das war definitiv keine gute Idee, glaube ich. Verdammte. Na! Na, warte mal, jetzt machen wir es anders. Warte, 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 warte. Wir werden. Und da werden wir drüber springen. Einfach mal da hinten in die Ecke oder so. So, weil ich glaube nämlich, dass wir hier schon waren, aber ich weiß, ich wiederhole mich, aber es kommt mir alles gerade verdammt bekannt vor. Ja, hier müssen wir schon gewesen sein. Definitiv. Uah. Autsch. Meiner Meinung nach waren wir auch fertig. Wenn dem. Ja, da war ich ja schon. Hä? Wartung, Atlaskammer. Wo, warte mal, Karte gucken. Atlaskammer. Ich bin falsch gelaufen. Ach, verdammte Soße, hätte ich gar nicht hingemusst. Verdammte. Toll. Ja, wenn man halt nicht auf die Karte guckt, ne? Sorry, Jesse. Dass du gerade so leiden musstest wegen mir, weil ich Volltrottel natürlich wieder den Weg gegangen bin, den wir schon längst gegangen sind. Ah, dammit.
Ja, sorry, Jesse. Sorry. Ach, im Ernst? Ich bin doch eh schon fast tot, Mann. Ey, Primel. Schnell, 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 schnell. Die Gesundheit darf sammeln. Bitte, bitte. Ah, Scheiben Honig. Mit Sahne. Na komm. Alter, jetzt wären wir fast drauf gegangen. Hier ist irgendwo noch einer. Nur wo? Da bist du. Du kleiner Penner, aber gut, du bringst mir Energie, auch nicht schlecht. Alter, okay. Das Trainingskammer? Nee, da will ich nicht hin. Muss in die Atlaskammer. Jetzt bin ich verwirrt. Von wo bin ich jetzt gekommen? Ich muss in die Atlaskammer. Okay, in die Atlaskammer. Wie komme ich in die Atlaskammer? Da vorne ist ein Fahrstuhl. Vielleicht komme ich mit dem Fahrstuhl in die Atlaskammer. Damit es da weitergeht, damit ich den Bereich auch endlich abschließen kann. NSC-Kontrollraum. Boah, sorry, mir ist ein bisschen kalt, deswegen. Nee, ich muss da noch ein bisschen weiterlaufen. Elevator, das ist der Lüftungs. Genau, der Belüftungssystem. Und vom Belüftungssystem müssen wir dann. Okay. NSC Powerplant. Ich hoffe mal, dass das richtig ist. Energiequelle, NSC-Kontrollraum. Gehen wir mal zur zur Energiequelle. Ich hoffe mal, dass. Hallo? Okay. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, hier muss irgendwo eine Treppe runtergehen. Sieht nicht so aus. Okay. Warte mal. Okay. Power Plant. Hier runter und dann rechts. Und dann nochmal rechts. Tja, da komme ich noch nicht hin. Das ist doof. Aber da muss ich hin, weil sonst komme ich nicht weiter. Glaube ich.
Laut der Karte muss ich da, also ich schätze, dass ich da lang muss, aber ich bin mir jetzt auch nicht unbedingt sicher. Warte mal, ich versuche nochmal über das Hausmeisterbüro dahin zu kommen. Das gibt's doch nicht. Wie komme ich jetzt zu dem Atlasraum? Vor allem die Atlaskammer. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Stimmt, hier war ja das mit den Lochkarten. Fähigkeitspunkte. Was? Schleuder, Granaten und Raketen. Geil. Was macht das? Schleudert schwere Objekte und Gegner, wenn sie nur noch über wenig Leben verfügen. Nice, das hätte ich halt schon gern voll, weil das wäre Hammer, Alter. Das wäre richtig Hammer. Astralwerkstatt. Kann ich da was machen? Nee, zu wenig Ressourcen. Verdammt. Ja, zu wenig Punkte. Okay, wo will ich denn jetzt hin? NFC-Kontrollraum? Da bin ich, glaube ich, gerade. Zum Atlaskammer komme ich nicht viel zurück, ne? Nee. Na egal, wir haben jetzt ein bisschen gelevelt. Ich bin jetzt ungefähr da. Ich muss aber zum NSC-Kontrollraum. Und von da aus dann weiter. Aber jetzt kann ich zumindest die Granaten aufhalten. NSC-Energiequelle, dann gehe ich mal dahin. Aus schauen wir dann, dass ich da irgendwie in den Atlaskammer komme. Boah, ist das verwirrend, ey. Es ist dezent verwirrend. So. Nochmal. Okay. Jetzt bin ich hier. Man kann ja jetzt zumindest schon mal schnell Reise machen. Das ist super, weil. Warte mal, steht da nichts irgendwie von Astralkammer? Was NFC-Energiekonverter ist? NFC-Pumpen. Nee, da war. Da war ich ja überall schon. Bei den Pumpen, das habe ich schon erledigt. Die Energiekernquelle. Boah, Alter! Ich mich gerade erschrocken. Blöden fliegenden Viecher, aber das beweist, dass ich hier noch nicht war. Oder schon wieder neue Gegner sind, weil ich hier vielleicht schon war. I don't know. Vergiss es. Schluck doch mal. Schon blöd, dass ich jetzt deine Sachen zurückschicken kann, ne? Du Streifenmeister. Nein. Verdammte. Mistviecher, die elendigen. Ich wollte jetzt sagen, warum ist mein Leben runtergegangen? Oh, heiliger. Okay. Wo bist du jetzt? Du Primel.
Ach na, hi. Okay. Alter. Der konnte auf jeden Fall kämpfen. Lecker mir, Fetto Grande. Okay. Wo kommen die ganzen Gegner? Ich dachte, ich hätte hier schon alle platt gemacht. Ah, da oben ist noch ein Bereich. Da war ich anscheinend noch nicht. Bei den Pumpen, da war ich doch schon. Hä? Da war ich doch schon. Das habe ich doch schon alles erledigt mit den Pumpen. Na kommt schon, Gegner. Ich weiß, dass ihr da seid. Ich lasse mich nicht gern verarschen. Das verstehe ich jetzt nicht, ne? Was steht da drauf? Central Maintenance, zentrale Wartung. Ja, da muss ich aber nicht hin. Da muss ich ja gar nicht hin, ne? Ich muss ja ganz woanders hin. NSC Energiekonverter, da war ich auch schon. Das war das mit den Pumpen. Aber gut, ich kann ja da gerne nochmal reingehen, aber sobald ich weiß, war ich da schon. Von da sind wir, glaube ich, vorhin sogar gekommen. Also kann das schon mal nicht richtig sein. Da kann ich nicht rein, weil es mich tötet, wenn ich da reingehe. Außerdem ist da drin nichts von Wert irgendwie. Meine Schüsse verpuffen. Egal was ich mache, die verpuffen. Warte mal. Oh, ich habe einen zweiten Fähigkeitsplatz. Das ist ja nice. Habe ich da irgendwas Neues? Ja. Okay. Missionen. Ich verstehe es trotzdem nicht. Gut, wir sind da, haben jetzt gelevelt und bla bla bla. Hier habe ich auch schon alles erledigt. Hier habe ich auch schon jeden einzelnen gekillt. Aber gut, ich kann ja gerne noch mal hier langlaufen. Und ein bisschen irre werden, wenn die ganzen Stimmen, die hier sind. Ne, da war ich auch schon drin. Verwette ich mein Popo drauf, dass ich da schon drin war. Okay, jetzt hier. Jetzt hier irgendwo müsste da ein Fahrstuhl sein, glaube ich. Lauter Karte. Elevator. Nur, wo? Was steht da drauf? Kontrollraum. Ja, da habe ich ja letztes, in der vorletzten Folge, glaube ich, war das. Oder ist das der Kontrollraum? Nee, da komme ich auch wieder nur zu den üblichen Verdächtigen. Aber nicht dahin, wo ich eigentlich hin will. Ich bin gerade dezent verwirrt. Das NSC-Kontrollraum, genau da, wo ich eigentlich hin muss. Okay, zu den Transformatoren. Kann ich da runterspringen oder sterbe ich dann?
sterbe ich, wenn ich da runterspringe. Aber lauter... Die Karte ist verwirrend. War ich da schon... Da war ich sicher schon drin. Ja, sicher, weil ich habe das Ding ja schon geleert. Ach komm, wirklich. Na komm her. Du wunderbarer Gegner. Komm her. Direkt hinter mir stehen, ist ja auch sexy. Komm, nochmal. Der richtige Umgang. Na komm. Zug nicht. Aber da die Gegner waren, schätze ich, dass ich richtig bin. Oder richtig war, oder keine Ahnung. Gut, ich bin jetzt zumindest hier, also nicht mehr weit weg von der Dingsterkammer, wo ich eigentlich hin muss. Soll ein Fahrstuhl sein. Den ich aber allerdings noch nicht betreten oder benutzen kann, weil das komische Zeug, was da wächst, mich umbringt. Ich check's gerade nicht, echt nicht. Ja, das ist der Schnellreise-Teleporter, klar, den habe ich gerade gesehen. Aber was bringt mir das? Bringt mir gerade persönlich gar nichts. Weil ich nur wieder dahin komme, wo ich vorhin schon war. Und ich will nicht in der Folge 50 Mal im Kreis rennen. Das bringt nichts. Obwohl ich das irgendwie das blöde Gefühl habe, als müsste ich es wieder. Im Kreis rein, nur damit ich wieder irgendwann am knapp Ende der Folge dann wieder zum Punkt komme, wo ich hin muss. Ah, das ist so belastend, ätzend und ekelhaft, ohne Witz. Ich würde den Weg ja gerne rausschneiden, aber es bringt halt auch nichts. Der NSC-Kontrollraum, ja, da will ich aber nicht hin. Und da komme ich gerade. Glaube ich. Ja, egal. Wir gehen jetzt wieder zurück zu dem Kontrollraum. Da werden wahrscheinlich gleich wieder Gegner auf uns warten. Okay, wir werden jetzt mal kurz mit dem Fahrstuhl zum Energiekern, Energiequelle. Da werden wir kurz hinfahren, hinfliegen. Oder was? Ja, Fahrstuhl hinfahren. Okay. Oh, ist das ätzend. Wenn ihr eine bessere Orientierungshilfe habt, als die, die ich gerade habe im Kopf, dann wäre ich euch mega dankbar. Die Atlaskammer. Ich müsste jetzt eigentlich zum Belüftungssystem, das heißt einfach bloß hier runterlaufen. Los. Nee. Klar, okay. Das heißt zur Belüftungskammer. Und von der Belüftungskammer müsste ich dann schauen, dass ich weiterkomme. Da werden nicht wieder irgendwelche Vollidioten auf mich warten. Ja, nee, ist klar, ne? Die Laden, ich muss irgendwie schauen, dass die Waffe schneller lädt. Das ist doch echt nicht mehr witzig. So. Kopfschussschub. Ja, wenn ich wüsste, wo bei diesem Mistviech in der Kopf ist. So. Okay. Funnels Chamber, was ist Funnels Chamber? Egal, wir gehen jetzt zu den
Belüftungskammern. Und von da aus Belüftungskammern. Cool Implants. Hochofenkammern. Nee, da will ich ja nicht hin. Da will ich doch gar nicht hin. Dass sie halt auch nur so kurz sprintet, ne? Das trägt mich auch ein bisschen auf. Wenn ich das nachher im Nachhinein wieder sehe, dann beiße ich mir wieder in den Popo, weil ich wieder mal wahrscheinlich den komplett falschen Weg gegangen bin. Und im Nachhinein das dann erst sehe, dass ich eigentlich zuerst richtig... Alter, hast du mich erschreckt. Ich habe beinahe auf dich geschossen, du Amper. Elevator. Na, da muss ich aber auch nicht hin. Da muss ich hin. Glaube ich. Genau, da komme ich dann ins Hausmeisterbüro. Zu diesem komischen, gruseligen Hausmeister. Von da aus dann... hoffen, dass das richtig ist. Sicher bin ich mir gerade nicht. Jesse, kannst du mir nicht irgendwie helfen? Du bist der Direktor in dieses wunderbaren Gebäudes. Könntest du mir kurz helfen? Wo ich eigentlich überhaupt hin muss? Die Karte ist ja auch ein bisschen seltsam. Was steht da? Janitor's Office, Ventilatoren, Coolant Pumps, Power Plant. Okay, und dann müsste ich eigentlich hier lang, laut der Karte. Und ich folge ja der Karte. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt dann komplett Baba bin, aber... Hä? Oder muss ich da nach oben? Warte mal. Spiel ist halt gruselig. Nein. Ja, da laufe ich wieder nach oben. Ich muss aber nach unten. Ich muss aber nach oben. Ey, so langsam komme ich mir gerade echt verarscht vor. Dezent. Ist doch der eine Raum, wo ich gegen den fetten Armee-Typen da gekämpft habe, oder nicht?